Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise nicht zu einem normalen Video, sondern einer eine Woche Challenge. Diesmal in der App Programmierwoche programmieren wir WhatsApp. Warte. Ganz langsam. Fangen wir an mit Tag 1. Tag 1 fing ganz gechillt an. Ich habe meinen Laptop aufgeschlagen und ich wusste ja eigentlich schon von den Projekten davor, wie ich vorgehen werde. Ich wollte das Design fertig machen, dann wollte ich anfangen mit der Implementierung. Und zum Schluss kommt dann die Werbung, so wie ihr mich kennt. Beim Design war es so, eigentlich wollte ich es genauso wie WhatsApp machen, weil im Endeffekt hieß es ja die WhatsApp Challenge. Problem allerdings war, dass ich nach der Zeit gemerkt habe, okay, die App wird eigentlich ganz gut. Und wenn ich die jetzt in den App Store tue, wird Apple mich sowieso wieder anschnauzen. Also was habe ich gemacht? Ich habe das Logo so geändert farblich, dass es nicht mehr so aussieht wie WhatsApp und ich habe mir ein neues Logo ausgedacht, aber das seht ihr gleich. Nachdem ich mit dem Design dann komplett zufrieden war und ich wusste, dass ich so eine Grundlage habe, habe ich dann angefangen mit dem Programmieren. Heißt also, ich habe ein neues Projekt angelegt bei Xcode, habe ein neues Git Repository erstellt und habe das Ganze dann auf Git gepusht, damit ich auch immer diese Source Control bei mir habe. Was jetzt fehlte, war nur noch die ganzen Assets raus zu exportieren aus meinem Design, weil die wollte ich ja im Endeffekt verwenden, also musste ich die irgendwie rauskopieren in einen neuen Ordner. Das mache ich eigentlich immer gleich. Ich exportiere sie als ganz normale PNG-Dateien in drei Größen. Und dann kann, eben weil ich dann diese drei Größen habe, kann dann Xcode automatisch feststellen, bei welchem Gerät dieses Bild angezeigt wird und kann dementsprechend die jeweilige Größe anzeigen. An Tag 3 war ich ehrlich gesagt auch schon fast fertig. Also ich habe die Nacht von Tag 2 zu Tag 3 habe ich so krass durchgezogen und ich habe gefühlt fast alles implementiert, was ging. Und ich habe ja auch schon erzählt, WhatsApp ist eigentlich, also die bloße Chat-Funktion ist ja eigentlich nicht so krass viel. Das sind höchstens 2-3 View-Controller und dann war es es. Deswegen hatte ich so eigentlich die komplett von außen her gesehen, hatte ich eigentlich schon das Design fertig implementiert. Klar, alles lief nicht gerade rund, natürlich waren da viele Bugs, aber so die Grundfunktionalitäten waren schon fertig und dementsprechend war ich natürlich mega happy. Aber wie gesagt, damit hatte ich natürlich schon gerechnet. Also ich wusste ja, was WhatsApp ist und ich wusste, was ich vorhatte, deswegen wusste ich auch, dass das so schnell gehen würde. Was ich allerdings nicht wusste ist, mit welchen Problemen ich jetzt danach rechnen würde, nämlich die Benachrichtigung. Hey Leute, Tag 4 oder 5, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass wir die App mega weit geworden, also dass die App mich durch, aber was ich weiß ist, dass die App richtig, fortgeschritten ist schon. Also wenn ihr mal hier seht, die sieht so aus und man kann mittlerweile auf den Chat gehen und dann kann man sogar chatten, wenn ihr so drüber schaut. Die Chat-Funktion ist implementiert und das ist eigentlich auch sogar schon das Schwerste. Was jetzt fehlt ist, also was jetzt fehlt sind die Benachrichtigungen. Heißt also, wenn ich eine Nachricht schicke, dann muss der mein Gegenüber diese Nachricht auch kriegen. Das wird mit Tokens wird das realisiert. Und zwar, ihr müsst euch das so vorstellen, das läuft auch über Firebase. Und das ist dann so, jeder eingeloggte Nutzer schickt einen Token, also einen speziellen Key im Endeffekt,
schickt er zum Server, also schickt er zur Datenbank bzw. zum Server. Dieser Token wird dann gespeichert, beziehungsweise man kann das auch so machen, dass das Gerät spezifisch ist. Heißt also, jedes Gerät hat ein Token. Und dann, wenn du eine Nachricht schickst, weißt du, rufst du den Token von dieser Person auf, für die du die Nachricht geschickt hast. Und dann wird die Nachricht an das Gerät geschickt mit diesem Token. Und mit diesen Tokens kann man halt erkennen, okay, welches Gerät ist denn tatsächlich gemeint, welches Gerät muss ich benachrichtigen. Und das muss halt noch eingebaut werden, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe es bis jetzt für iOS, habe ich es ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber ich habe es für Android einmal gemacht, beziehungsweise ich habe es benutzt mit einer API, aber für iOS sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Ich habe schon toll gefunden, also das sollte eigentlich kein Problem sein. Und ich muss dazu sagen, die App ist echt schnell fertig geworden, aber damit habe ich eigentlich auch gerechnet. Seht ihr, ich habe damit gerechnet. So, aber wie gesagt, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist, wie schwer so eine Notification einbauen bei, also für iOS ist. Und zwar war das so, dass eine Menge Methoden und eine Menge Dinger, die man normalerweise bei Stack Overflow findet, da wo sich eigentlich normalerweise viele Leute informieren, wenn was nicht läuft, da waren halt viele Antworten, wo wirklich, also ich kann es euch nicht beschreiben, aber da waren so viele Sachen, die mit Bugs verbunden waren und manche Sachen waren immer noch nicht gefixt und es gab Probleme mit Xcode beispielsweise, dass in einer Version das Empfangen von Benachrichtigungen über Wi-Fi nicht funktioniert für bestimmte iOS-Versionen, aber das hat Apple dann gefixt, aber man musste das nicht und da musste man sich mega viel reinlesen, also das war echt die Hölle. Dementsprechend hat das mich echt eine Menge Tage gekostet, aber seht selbst. Hey Leute, heute ist Mittwoch. Freitag ist Schluss. Wir hatten Freitag angefangen, Freitag ist Schluss. Was ich gestern probiert habe, ist Notifications habe ich probiert. Ist ein bisschen scheiße gelaufen. Wieso? Weil das hat nicht geklappt. Also ich weiß nicht, wieso das nicht geklappt hat. Ich habe alles so gemacht, wie die Doku von Firebase das gesagt hat. Also ich habe App Store Connect, also da, wo du deinen Developer-Account hast. In Developer Options musstest du für eine App-Key, für eine App-ID musstest du überhaupt die Funktion für Benachrichtigungen einstellen. Also aktivieren habe ich gemacht, dann musst du ein Zertifikat erstellen, das habe ich auch hochgeladen. Und dann musste ich das in Code implementieren, habe ich auch gemacht, aber irgendwie bekomme ich in der App keine Benachrichtigung. Also Firebase, bei Firebase ist es so, ich kann Testbenachrichtigungen schicken. Ich schicke eine Testbenachrichtigung und die wird auch gesendet. Also ich habe die App mit der Benachrichtigungsfunktion habe ich auf meinem eigenen Handy und auf einem Emulator installiert. Jetzt habe ich die geschickt, über Firebase habe ich eine Testbenachrichtigung geschickt und Firebase sagt mir, der hat die an zwei Geräte geschickt. Was ja auch stimmt, so, also einmal auf mein Gerät und einmal auf den Emulator, also da, wo das installiert ist, da, wo die Tokens erstellt wurden. Ich habe ja erzählt, es Benachrichtigungen funktionieren wie Tokens, also mit Tokens im Endeffekt, damit kannst du die Devices finden, die du adressieren willst. Und irgendwie versendet Firebase die Nachricht, aber die Apps bekommen die Nachricht nicht. Also ich bekomme keine Benachrichtigung. Da hat es halt gestoppt, ich saß irgendwie gefühlt 4 Stunden dran oder so. Aber ich habe es nicht hinbekommen, dass ich die Benachrichtigung kriege. Deswegen muss ich einfach mal schauen bis Freitag, wenn das nicht klappt, dann machen wir das erstmal ohne Benachrichtigung. Aber natürlich, wenn ich die App auf den Markt bringe, muss da eine Benachrichtigung mit drin sein. Hey Leute, ich bin gerade im Auto. Letzter Tag, Tag 7? Ihr hört schon, meine Stimme ist mega tief, weil es ist circa 10 Uhr oder 10.10 Uhr oder so. Nein, 9.30 Uhr ist es sogar. Und ich muss jetzt zum 5. Tag in Folge zur Nachhilfe. Das ist so ein Wochenprogramm für die Ferien halt. Da muss halt jeden Tag zur Nachhilfe und da fahre ich jetzt hin.
Ja, wie sieht's mit der App aus? Die Benachrichtigung habe ich hingekriegt. Ja, es hat geklappt. Also, da sind noch ein paar Bugs, ehrlich gesagt. Also, ich habe es hingekriegt, dass ich per Firebase Benachrichtigungen an die Handys schicken kann, die die App runtergeladen haben. So, und das ist ja schon mal gut. Also, die Handys kriegen auch diese Benachrichtigung. Was jetzt aber nicht klappt, ist, wenn ich eine Nachricht schicke, dass diese Nachricht per Benachrichtigung an den anderen User kommt. Obwohl ich eigentlich die Tokens speichere. Also ich speichere die ID für jedes Device, speichere ich. Und theoretisch müsste das eigentlich klappen. Aber ich glaube, irgendwas ist mit der Nachricht-Senden-Methode, also mit der Benachrichtigung-Senden-Methode falsch. Weil da, das hatte ich auch von Stack Overflow und irgendwas ist da wahrscheinlich falsch. Deswegen musste ich da nochmal drüber schauen. Aber ansonsten, mache ich heute wahrscheinlich Homeoffice, weil ich muss an einem Tag noch Homeoffice machen und das mache ich dann halt heute. Und danach setze ich mich wahrscheinlich an die Fertigstellung auch eigentlich. Wobei ich muss halt gucken, also wahrscheinlich werde ich die App heute nicht auf den Markt bringen können, weil wenn ich die auf den Markt bringe, da kann man wahrscheinlich noch nicht Fotos senden und so weiter. Also das wird halt ein bisschen knapp mit den Fotos senden, weil halt diese Benachrichtigungen mega viel Zeit da weggenommen haben. So, aber ich merke gerade, ich spreche auch noch schon zu lange. Deswegen, vielleicht überziehe ich das bis Sonntag, weil das noch hochzuladen und das noch prüfen lassen kann ein bisschen dauern. Deswegen, aber ich werde das Video auf jeden Fall hochladen. Und dann werden wir halt gucken, ob das verfügbar ist oder nicht. Aber das wird auf jeden Fall den nächsten Tag verfügbar sein. Das weiß ich auf jeden Fall. Also, wir gehen rein in die App und dann kommt da so ein schöner Splash-Screen und dann ist da auch schon der Home-Bildschirm. So, jetzt haben wir hier all unsere Freunde. Theoretisch, ich habe jetzt momentan nur einen Freund, aber theoretisch kannst du mehr Freunde hinzufügen. Du kannst hier in die Einstellung rein und dann kannst du zum Beispiel dein Profil bearbeiten, kannst den Namen ändern zum Beispiel. So, oder du kannst das Foto ändern halten, dann kannst du auf Speichern drücken. Und dann endet halt das Foto. Du kannst dich auch ausloggen. Ausgeloggt sieht das Ganze so aus. Warte, ich zeige euch das am besten mal. Also geht in die App rein und dann kommt ihr so ein Splash-Screen. Dann, wenn ihr ausgeloggt seid, kommt ihr erstmal in ein Hauptmenü. Dann könnt ihr entweder eine neue Nummer eingeben. Es reicht auch nicht, also wir haben es auch so eingebaut, dass wenn ich zum Beispiel sowas eingebe, dass der mir sagt, Telefonnummer fehlt, gib eine richtige Telefonnummer ein. Da muss man schon die richtige Telefonnummer eingeben. Und dann gebe ich zum Beispiel 788. Und dann klicke ich auf Eintritt und dann, wenn ich eingeloggt bin, fragt er mich nach einem Passwort. Ich schreibe hier 1234 und dann bin ich eingeloggt. So, und dann habe ich hier meine ganzen Freunde. Ich kann jetzt entweder hier in einen Chat reingehen. Und dann sehe ich hier die ganzen Nachrichten mit dieser Person. Ich kann dann noch mehr Nachrichten senden, also hallo, was geht. Und die Sache ist, ich habe auch Autocorrection habe ich ausgeschaltet komplett, weil ich weiß, wie nervig das bei WhatsApp ist, Autocorrection. So, dann kriege ich auf Senden und dann sendet er die Nachricht und dann hat mein Gegenüber die gekriegt. So, und dann kann ich auch hier zurück. Übrigens steht da auch immer die letzte bekommene Nachricht und da steht das Datum oben. Das zuletzt eingeloggt. So, und dann kann ich auch natürlich einen neuen Chat starten. Entweder natürlich durch Suchen einer Telefonnummer. Oder halt durch einen Barcode-Scan, wobei das natürlich noch nicht integriert ist. Aber das ist eigentlich auch nicht so viel. Wahrscheinlich werde ich das noch machen, bevor ich die App auf den App Store tue. Hey Leute, ich bin zurück aus dem kleinen Kurzurlaub. Und oh, die Sonne blendet so krass. Ihr seht, ich habe ein bisschen Verbrennung abgekriegt bei 20 Grad oder so, was etwas komisch ist. Ja, so ein finales so ein kurzes Feedback zum WhatsApp-Klon. Ich habe natürlich, also ich konnte im Kurztrip, das war so ein Wochenende,
Es war genau da, wo die Woche eigentlich zu Ende war und ich konnte auch nicht an der App weiterarbeiten, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich heute ist Montag, deswegen habe ich heute noch ein bisschen gemacht. Und da die Woche jetzt eigentlich theoretisch um ist, werde ich gleich auch ein Video dazu machen. Also werde ich gleich das Video wahrscheinlich schneiden und dann hochladen. So die Hauptfunktionen wie Chatten, Benachrichtigungen und allem drum und dran sind fertig und die klappen auch perfekt. Was jetzt nur noch fehlt, ist die Erweiterung, aber zur Erweiterung kann man halt immer noch kommen. Das ist halt kein Problem. Deswegen werde ich die App jetzt veröffentlichen gleich. Also am Abend ist die wahrscheinlich online. Und dann werde ich das Video schneiden und dann werde ich das Video dann hochladen auf YouTube. Aber dann geht natürlich die Entwicklung weiter. Also ich habe gemerkt, die App ist schon geil und ist halt simpel so und ich habe halt mega geile Ideen, wie man das noch weiter erweitern kann. Und ich habe jetzt auch einen Kollegen mit ins Boot geholt so und da machen wir halt so mega geile Sachen. Unter anderem machen wir zum Beispiel so personalisierte Nachrichten. Heißt also zum Beispiel bei WhatsApp kannst du ja Fotos schicken, du kannst GIFs senden, Videos senden, aber das war es auch schon zum Groben. Was wir machen werden ist, wir werden so eine Liste mit, also eine erweiterbare Liste mit allem machen. Also nicht nur Fotos, sondern auch Videos, was weiß ich, Umfragen kann man starten, du kannst Besuchseinladungen schicken, du kannst irgendwelche Musikempfehlungen schicken und so weiter und so fort. Also man wird mega viele Sachen schicken können. Und das ist halt der Vorteil bei unserer Chat-App. Danke fürs Zusehen. Ich weiß, ich habe einen krassen Sonnenbrand. Das zieht auch ein bisschen nach der Zeit. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen, weil es kommen mega viele neue Updates, versprochen. Und es folgt ein weiteres Video. Und zwar habe ich vor 2 Wochen oder sowas, habe ich noch eine App veröffentlicht gehabt. Und die ist auch schon online, aber ich habe dazu kein Video gemacht. Aber ich habe noch die Rohaufnahmen, deswegen könnte ich vielleicht so eine Art kurze Zusammenfassung von dieser Entwicklung machen. Das ist so ein Spiel im Endeffekt, deswegen gebt ein Like da und dann mache ich auch dazu ein Video. Und dann fehlt natürlich auch das Update-Video zu Call of Info und so weiter und so fort. Aber das kommt alles noch. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein. Gebt ein Like da für das nächste Projekt, schreibt unten in die Kommentare, welche App ich als nächstes machen soll. Weil ihr habt gesehen, so schwer ist es eigentlich gar nicht, so eine App zu machen. Deswegen codet immer weiter, lernt und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!